ist schon ein großes Ziel oder ein großer Traum von mir. Ich denke, das wird auch die letzte Möglichkeit in meiner Karriere sein, hier in Winterberg nochmal eine WM zu fahren. Wenn es dann so ist, dann werde ich mich natürlich tierisch drauf freuen. Schlank und rank, voller Tatendrang, so präsentiert sich Jaka Pfeiffer, geborene Lölling, beim Training hier in der Winterberger Veltins Eisarena. Unser Eindruck, Jaka will es in dieser Saison mit der Heim-WM hier in Winterberg wieder richtig wissen. Ja, auf jeden Fall. Also die Heim-WM ist mein großes Ziel und gerade nach letzter Saison ist die Motivation doch groß, da nochmal anzugreifen diesen Winter. Ja, lass uns mal auf die letzte Saison zu sprechen kommen. Du bist ja im Intercontinental Cup gestartet, hast ihn gewonnen, bist dann auch zur WM nach St. Moritz gefahren, Rang 7. Wie lautet dein Fazit und welche Konsequenzen, die du ja gerade angesprochen hast, ziehst du daraus? Ja, schwierig natürlich die letzte Saison. Also am Ende, glaube ich, habe ich das Beste draus gemacht und es war jetzt nicht nur schlecht, also gerade so für die Entwicklung und auch so ja, der Materialbereich, die Fahrentwicklung. Ich hatte schon noch mal mehr Zeit als im Weltcup. Man hat einfach zwischendurch auch mehr Zeit zum Trainieren und für Testfahrten. Da war ich viel hier in Winterberg unterwegs. Aber ja, natürlich war es trotzdem nicht das, was ich wollte. Und deswegen war es am Anfang schon sehr bitter, gerade dass es so knapp war zur Selektion. Aber ja, am Ende eine völlig nachvollziehbare Entscheidung, die die Trainer da getroffen haben. Es hat einfach nicht gereicht am Start und ja, die WM war dann solide und ein guter Abschluss. Es war einfach das, ich glaube, ich habe das rausgeholt, was zu dem Zeitpunkt möglich war, mit wirklich vier konstant guten Fahrten, aber mit meinem Startrückstand war einfach nicht mehr möglich. Und genau, deswegen habe ich auch jetzt nochmal alles zusammengepackt, alle Motivation, trainiere sehr regelmäßig mit dem Tobi Alt, habe ja letztes Jahr schon mein Trainerteam umgestellt und denke, dass gerade jetzt, wenn noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und sich viele Sachen anpassen, dass es dann hoffentlich noch mal weiter nach vorne geht am Start, denn ja, wenn man hier in Winterberg vorne dabei sein will, dann muss das natürlich so sein. Also der Start, die Verbesserung am Start ist immer noch hier daran, wo man am meisten feilt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man sieht das ja, das Damenfeld ist in den letzten Jahren extrem zusammengerückt. Und ja, da kommt es einfach auf jede Hundertstel am Start an. Also ich glaube, das hat mit verschiedenen Reglementänderungen auch zu tun. Unter anderem die schon so oft besprochene Gewichtsregelung. Wir sind da einfach ganz dicht beieinander. Und dann wird es einfach immer schwerer, den Startrückstand, den ich ja eigentlich schon immer habe, noch rauszufahren. Lass uns mal auf diese neue Saison blicken. Es gibt ja Gott sei Dank auch für dich oder für die anderen Athletinnen auch insgesamt 4 Startplätze für den BSD. Susanne Kreher ist gesetzt als Weltmeisterin, Tina Herrmann ist gesetzt, da kommt Hanna Neise, da kommst du, da gibt es ja auch noch Viktoria Dönecke, da gibt es Corinna Leipold, Sarah Schwab, geborene Wimmer, ist auch in der Verlosung. Wie schätzt du dieses große Feld ein? Ja, auf jeden Fall sehr stark. Also ich glaube, zum einen ist natürlich gut, ein Platz mehr. Das gibt größere Chancen auf die Quali für den Weltcup. Aber trotzdem ist auch gerade national unsere Konkurrenz bei den Damen schon gewachsen oder einfach sehr stark. Genau die Namen, die du eben gesagt hast. Ich glaube, wir sind genug, dass es trotzdem wieder auch mit 4 Plätzen eine sehr spannende Weltcup-Quali geben wird im Herbst. Der Höhepunkt der Saison ist ja die Heimweltmeisterschaft in der Winterberger Veltins Eisarena. Wenn ich das einmal auf dich beziehe, Sehnsucht Heim-WM in Erinnerung an die WM 2015 als dein Stern mit der Silbermedaille hinter der Britin Lissi Jarnold richtig aufging. Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer noch, glaube ich, so nach der Olympiamedaille die wichtigste oder schönste Medaille, die ich gemacht habe, die erste WM-Medaille überhaupt für mich und dann auch noch auf der Heimbahn in Winterberg, wo ich eigentlich auch nur durch die JWM-Wildcard hingekommen bin und ja, eigentlich auch da nichts erwartet habe. Für mich war das wirklich damals nur Zusatz und ich war schon froh, überhaupt dabei sein zu können.
Und ja, das war schon sehr emotional, denke ich gern dran zurück. Und ja, das macht natürlich noch mehr Lust auf die Heim-WM. Und es wird eine wunderbare Heim-WM, da sind wir alle von überzeugt. Die WM unter Freunden mit Jaka Lölling, Rufzeichen, Fragezeichen. Ja, ich hoffe natürlich. Also ich werde alles dafür tun. Das ist schon ein großes Ziel oder ein großer Traum von mir. Ich denke, das wird auch die letzte Möglichkeit in meiner Karriere sein, hier in Winterberg nochmal eine WM zu fahren. Deswegen hoffe ich und werde alles dafür geben, dass ich hier dabei sein kann. Und wenn es dann so ist, dann werde ich mich natürlich tierisch drauf freuen, gerade weil dann es auch wieder eine WM sein wird, wo alle dabei sein können, Familie, Freunde. Ist Olympia 2026 noch ein Ziel für dich? Ja, natürlich. Gerade wenn es darum geht, Olympische Spiele nochmal in Europa mitfahren zu können. Aber ja, ich glaube, gerade durch letztes Jahr habe ich auch so ein bisschen gelernt, dass man vielleicht mittlerweile oder ich von Jahr zu Jahr schauen muss, wie es halt läuft. Aber natürlich ist es ein Ziel von mir und ich bin ja doch noch jung und denke, dass das auf jeden Fall noch ein realistisches Ziel ist. Und ja, jetzt kommt erstmal die WM, aber Olympia ist natürlich da auch im Hinterkopf. Ich fasse es kurz zusammen. Ich wiederhole es. Jacqueline will es wieder richtig wissen. Sie greift an und auf diesem Wege alles Gute für die neue Saison. Vielen Dank.